Ja, okay. Jetzt kann es aber weg. So, also da oben Sand, Sandstein. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Bäume. Und Schedein. Gut. Gut, 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 gut. So, jetzt schon wieder so eine. Irgendeine Idee habe ich schon wieder gehabt. Ah, genau. Ich wollte mich mal um meine Rinder kümmern. Dafür brauche ich das. Muss mal gucken, wie viele Rinder ich habe, wenn ich nicht zu viele habe. Die Rinder waren, glaube ich, hier. Okay, zu viele würde ich so jetzt nicht sagen. Aber ein bisschen reduzieren kann ich dennoch. Erwischt. 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 Wie viele habe ich jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine ist zu viel, du. Gut. Der Rest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das waren wohl alle. Das waren wohl alle. Gut. Ach ey, es ist ja schon wieder Nacht. Ein bisschen Leder habe ich gekriegt. Ein bisschen Leder habe ich gekriegt. Ist das doch offen, Mensch? Falsch. Leder, Kaninchenfell, Fleisch. Na ja, komm, aus denen mache ich mir jetzt mal Brot. Ich habe nämlich auch nichts mehr zu fressen. Okay. So, hier raus. Hier. Noch, gib mir das doch. Okay. So, warte mal. Jetzt kann ich mir das Leder hier eigentlich auch mal direkt nehmen. Wie war das noch gleich? Ich brauche ein Leder. Genau, und drei Papier. Hup. 13 Bücher. Dann brauche ich jetzt Holz. Nehmen wir dieses. Davon habe ich ja genug. Gut. Wo habe ich das eigentlich hingepackt? Genau, da oben. So, so und so. Hiep, 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 hiep. Was zur Hölle? So, besser. Ist hier jetzt noch Kohle drin? Ja, weil. Warte mal, ich habe doch auch noch. Ja, richtig, ich hatte ja doch auch noch Fackeln. Das heißt, die Kohle ist ja Holzkohle, kann da erstmal drin bleiben. Wobei, wir benutzen die Holzkohle jetzt, um neue Kohle zu machen. So, weil die Kohle geht mir irgendwann aus und das ist nicht so cool. Gut, jetzt kann ich mir eigentlich langsam Gedanken machen, das Bett von da wegzunehmen und mir einen anderen Schlafplatz zu suchen. Müsste ich ja eigentlich hier oben ein Schlafzimmer hinbauen. Eigentlich. Jetzt aber gerade noch nicht so wirklich Lust zu. Oh, da stehen nur noch zwei Baumsetzlinge. Vielleicht baue ich hier oben noch so ein
Dach rüber, aber ich weiß es gerade noch nicht. Doch langsam nimmt die Farm oder die Insel Gestalt an. Langsam, 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 langsam. Könnte auch hier mein Bett reinmachen. Nee, da bin ich zu nah an den Viechern dran. Viel zu nah. Viel zu nah dran. Gut, aber ich kann jetzt mit offener Tür schlafen. Ich habe meine Schippe. Und damit schippe ich fröhlich vor mich hin. So, Baumsetzlinge. Nehmen wir hiervon welche und davon welche. Habe ich die nicht gerade hier... Ach, wie dumm. Also erstmal 1, 2, 3, 4 davon. Der Rest... Ach, mein Mauspad ist verrutscht. Daran könnte es vielleicht liegen, dass ich hier die ganze Zeit daneben klicke. Immer so auf der Kante rum, Eier. Gut. Bäume. Die einmal und die einmal. So, hübsch, hübsch, hübsch. Eier einsammeln. Ja, ihr habt hier momentan den... Obwohl, naja, ganz so klein ist der Stall auch nicht. Ich habe schon wieder eine Idee gerade gehabt, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Keine Ahnung. Aber was ich auf jeden Fall... Aber was ich auf jeden Fall mal machen kann, ist hier den Bücherregal schon mal. Damit man direkt mal weiß, was das hier soll. Oh Mann, da werde ich noch viele Bücher brauchen. Naja, was soll's. Hab ja Zeit. Okay, die Eier. Na, guck mal, passt genau. Meine Schippen. Ja, so langsam nimmt das ja Form an. Auch wenn ich andauernd vergesse, was ich tun wollte. Das ist jetzt nämlich langsam der Part, wo es schwer ist, im Kopf zu behalten, was man alles machen wollte, weil man eigentlich so viel machen kann. Also ich könnte jetzt hier stundenlang mit der Ernte rumhantieren oder mit den Tieren, aber die habe ich jetzt ja gerade erst vermehrt. Was ich auf jeden Fall demnächst mal irgendwann machen kann, ist hier so einen Hafen hinbauen. Auch wenn ich noch gar nicht so genau weiß, wie ich das haben möchte. Ja, das wäre ja eigentlich mal eine Idee, hier so ein Hafen ranbauen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Die Frage wäre jetzt, warte mal, dazu hole ich mir jetzt erstmal Holz. Soll der Hafen hell oder dunkel sein? Stein am besten. Oder? Stein oder Holz? Ich weiß es gerade nicht. Ich hatte doch hier irgendwo... gebackene Steine. Hier so Steinziegel. Die kann man, denke ich, gebrauchen. Und... Holz sowie Zaun.
Na, wie hat man noch mal einen Zaun gebaut? Ich glaube, ein Zaun so. Oder war das das Zauntor? Das ist das Tor. Ja, wie dem auch sei. Zack. Mehr werde ich wohl auch nicht brauchen. Okay, gucken wir doch mal. Operation Hafen. Oh. Oh. Okay, also ich finde, ich baue ihn direkt hier so hin. Das heißt, ich werde diesen Sand hier entfernen. Ja, das wird noch lustig, weil dann muss ich da nämlich schön mit dem Eimer das wieder auf. Wobei, nee, ich will ja da eh den Strand hinbauen. Ah, guck mal, jetzt ist es wieder glatt. Das Wasser, das ist ja schön. So, die Frage ist jetzt, ich habe gesagt, der Strand, also der Hafen an sich soll aus hellem Holz bestehen. Soll das der Steg so werden? Oder wie wer oder wieso oder warum? Da eigentlich. Das sieht irgendwie dumm aus. Ich mach das lieber so. So, aber das reicht noch nicht, wie ich finde. Ich finde, bisschen weiter muss der Steg schon noch gehen. Ist nicht auch gerade noch Sand? Ja, hier. So. Ja, das ist zu viel. Quasi bis hier so. Die Dinger sind nämlich wichtig, weil ich dann da Fackeln draufsetzen kann. So. Hier so einen lustigen Steg. Und am Ende vom Steg kann ich ein Boot platzieren. Das ist jetzt natürlich nicht wirklich ein Hafen, aber es sieht auf jeden Fall schon mal so ein bisschen aus wie einer. Ein little bittle. Haben wir denn jetzt hier mal noch so ein Boot? Ja, haben wir. Gut, dann wollen wir das Boot hier mal platzieren. Mal gucken, ob das da auch bleibt. Meine Erfahrungen sind so, dass Boote irgendwann. Aha. Ja, genau. Wie kommt man jetzt raus? So? Oh, nur mit Str Ah, schwimm doch! Hä? Ach so, ja. Ja, alles klar. Ich habe irgendwas weggeworfen, glaube ich. So, jetzt haben wir hier ein Boot. Mal gucken, wie lange das da steht. Ich bin echt gespannt. Hallo. So, raus. Meine Güte, ey, jetzt. Nein. So, ist okay. Aber ich sehe das schon wegschwimmen. Ich sehe das schon wegschwimmen. Aber gut, jetzt haben wir schon mal einen Hafen. Einen winzigen Hafen. Und ganz viele Bäume. Oh, schön.
Das ist ja schön. Oh, das war dumm. Reicht das? Ja, gerade so. Glück gehabt. Glück gehabt. Okay, zack. Okay. So weit, so gut. Gut, jetzt sollen wir hier noch den abbauen. Bäume sorgen dafür, dass es bei mir immer dunkel ist. Egal ob Tag oder Nacht. Ich frage mich gerade, ob ich bei meinem Haus zum Beispiel die Ecken oder so mit Stein versehe. Das ist zum Beispiel hier oben die Terrasse so aus Stein oder hier so die Eckpfeiler aus Stein oder so baue. Oder die Stufen hier, aber ich bin mir gerade... Oh, ein Apfel. Ich bin mir aber gerade überhaupt nicht sicher. Aber das ist ja das Schöne. Man kann das ja später noch nachträglich machen. Sieht eigentlich ganz hübsch aus da hinten mit den Fackeln. Eigentlich sieht das ganz hübsch aus. Eigentlich. Aber es ist Nacht, also gehe ich rein. Jetzt könnte ich ja aber eigentlich mal... Warte. Jetzt räumen wir hier erstmal alles weg, was ich gerade nicht brauche. Hier haben wir eine Holzkiste. Kommt das hin und das nicht zu vergessen und das. Das ist Sand. Das sind Stöcker, die wurden daraus... Nein. Die wurden aus Holz gemacht. Das... Meine Güte. Das hier... So, dann haben wir hier noch Sand. Wobei, der kommt da oben rauf. Das Brot kommt hier rein. Und die Steinziegel, die kommen da hin. Oh. Ich könnte doch jetzt eigentlich mal jetzt, wo ich hier so viele Steine habe. So. Haben wir hier Steine. So. Oh, ich hab da noch mehr. Ja, leck mich doch. Oh, das war dumm. Warum nicht? So. Haben wir das nämlich auch mal erledigt. So, jetzt könnte ich aber, weil jetzt ja gerade Nacht ist... Ja, könnte ich ja eigentlich mal runter in die Mine gehen. Und zwar ganz runter. Denn ich hab da ja mal vor Ewigkeiten Diamanten gefunden. Und ich könnte doch eigentlich mal gucken, ob ich noch welche finde. Denn Diamanten, die braucht man ja eigentlich andauernd. Ich habe eigentlich viel zu wenig Fackeln, aber... Das wird schon funktionieren. Glaube ich. Was genau habe ich hier veranstaltet? Ich glaube, hier habe ich die irgendwo gefunden, kann das sein?
Ich weiß es nicht. Ich grab hier einfach mal munter. Oh Gott. Okay, die Frage ist jetzt, von wo kommt die Lava? Von da? Sie da auch schon? Ja. Da ist sie auch schon. Aber so ziemlich am Ende, wie mir scheint. Nein. Nicht wirklich. Oh Gott. Also. Ich müsste eigentlich da so hoch. Das heißt, ich baue mir jetzt hier eine Treppe rein. Okay. Okay, da ist jetzt Ruhe anscheinend. Das Letzte, was ich jetzt wirklich möchte, ist in die Lava fallen und sterben. Na, die Lava kommt sogar noch von einer Stufe höher. Und über mir muss direkt eine Höhle anscheinend sein. Denn ich höre Fledermäuse. Lederfläuse. So. Gut. Hier ist auf jeden Fall viel Lava. Richtig viel Lava. Das heißt, könnte eventuell auch eine Höhle sein. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Das ist das, was ich jetzt gerade gar nicht darf und auch nicht will. Dankeschön. So, wo habe ich jetzt die Fledermaus gehört? Ist diese Höhle hier? Oder ist sie links von mir? Ich glaube nämlich, ich habe es links gehört. Mal einfach hier so ein bisschen freigraben. Der Vorteil ist, Lava bedeutet eigentlich auch oft, und vor allem auf dieser Schicht hier, kurz über der Grundschicht, bedeutet, dass mit ein bisschen Glück Diamanten zu finden sind. Kann ich nur mit der Steinspitzhacke nicht abbauen. Ich brauche eine, brauche eine Metallspitzhacke. Ja. Aber ich kann sie auf jeden Fall schon mal freilegen. Das würde mich nämlich zum Beispiel mal interessieren. Hier ist nämlich noch eine Lage hinter. Wie viele Diamanten hier eigentlich liegen? Dann so viele sind es nämlich gar nicht.
Aber sie reichen. Erst einmal. Gut. Geil. Das nenne ich einen Erfolg. Ist das überhaupt ein Stein? Ja, ist eine Steinspitzhacke. Brauchen wir Eisenspitzhacke. Das ist, ich finde das so geil, wenn man sich mal kurz sagt, ach, ich guck mal, ob ich da noch Diamanten finde. So mal eben, und dann geht man rein und probiert rum und dann findet man tatsächlich auch welche. Oh, nur dieser, was die Treppen hier angeht, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. So, auf Dauer. Dann, ja. So ein bisschen nervt's nämlich. Okay, also, ich brauche eine Eisenspitzhacke. Habe ich eine? Ich habe so eine, aber ich möchte gern Eisen. Warte mal, ist hier Eisen drin? Nee. Ist bestimmt in der Minenkiste, ja. 1, 2, 3. Und in der Holzkiste. 1, 2. Was zur Hölle? So. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Jetzt gibt das auf den Deckel. Oh, shit. La 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 la. Jetzt nicht. Wenn ich jetzt nicht auf dem Weg dahin, dann plötzlich doch noch in die Lava plumpse. War dumpf, platsch, Wurzel, tot. Na, ist das schon schwindelig? Also mir ist es fast. Also, schwindelig. Ja, wir sind schneller jetzt. Schneller, habe ich gesagt. Du Sau. Du Sau. Also der Vorteil ist, man kann sich jetzt eigentlich nicht wirklich verlaufen. Ich habe ja hier... total gut gebaut. Wie viele Diamanten habe ich jetzt? 6! Jawohl! So. Warum war ich so geil auf die Diamanten? Ja, ganz einfach. Ich möchte noch etwas bauen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie das funktionierte. Ich bin mir nämlich gerade ein bisschen unsicher. Geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Oh, ich verhungere. Fast. Oh, Alter, jetzt. Ja, blub, blub, blub. Gaka, gaka. Okay, ich brauche... wo ist denn meine... ein... oh, ich habe befürchtet, dass das passiert. Ich muss da wieder runter. Aber ich packe jetzt die Diamanten erstmal in die Minenkiste.